yeah, Elektroschrott. Guten Tag, ihr Kaputten. Seid mir gegrüßt. Ich habe mich entschlossen, heute mal wieder eine schöne elektronische Erklärfolge zu machen, weil man sagte mir, das mögen die Leute besonders gern, wenn sie was lernen können. Aber also, die Freunde der Teardowns, ich denke da an einen ganz bestimmten, die dürfen sich noch ein bisschen gedulden. Heute gibt's Elektroniktheorie. Motiviert durch, aber nicht nur relevant für, ist das Thema mal wieder hier mein neuer Zeitvertreib, die Geschichte mit der E-Zigarette. Und zwar habe ich häufiger mal die Frage bekommen von Leuten, so privat, wie das mit den temperaturgeregelten Dampfen eigentlich funktioniert. Dazu vielleicht eine kurze Erklärung vorweg für die, die es noch nicht wissen, die es schon wissen, können sich das auch nochmal anhören. So eine elektrische Zigarette ist letztendlich nichts anderes als eine Glühbirne hier. Die kann aus unterschiedlichen Materialien sein, Kanthal, Edelstahl, was auch immer, auf die eine Flüssigkeit drauf tropft, ja, hier oben aus so einem Tankgefäß, und die Glühwendel wird erhitzt, die Flüssigkeit wird verdampft und macht Dampf. So. Eine Besonderheit ist jetzt, bei den früheren Sachen hat man es immer so gemacht, man hat auf diese Wendel eine konstante Leistung draufgegeben, also bei der Spannung vom Akku, 3,7 Volt beispielsweise, hat man gesagt, ja, ich wickle diese Spule da oben auf einen Widerstand, dass da so ungefähr 1,5 Ohm rauskommen, dann kriege ich da x, y Watt und das wird schon passen. Problem, im Zweifelsfall hat man dann eine bestimmte Energiemenge, die abgegeben wird, und wenn die Menge Flüssigkeit, die nachrutscht und die durch die Verdunstungskühle die Spule kühlt, wenn die nicht ausreicht, dann wird das Ding so heiß, dass die Watte da drin abfackelt. Ja, ist natürlich scheiße, schmeckt auch nicht gut und gibt genau die Schadstoffe, von denen man immer wieder mal so in Medien hört, wo man allerdings sagen muss, die gibt es natürlich auch nur, wenn man seine Watte abfackelt. Das schmeckt doch nicht fun. Gut. Bei den etwas moderneren Geräten wie dem hier, also das ist jetzt hier nur so ein Akkuträger, ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Ja, also hier oben, das ist da die Assembly mit dem, was eigentlich verdampft. Und das hier ist im Grunde genommen nur eine Batteriehülse, wenn man so will. Aber die Batteriehülse hat auch Elektronik mit drin. Und die Elektronik kann jetzt in diesem Fall bei den moderneren Geräten Folgendes. Bei der kann ich einstellen, wie warm diese Wendel werden soll. Und die Elektronik gibt den Strom genau so auf diese Wendel, dass eine bestimmte Temperatur am Ende rauskommt. Ich versuche mal, ob ihr das erkennen könnt, also da muss ich das so rum. Ich denke, da hat man gerade gesehen, dass da eine Temperatur angezeigt wurde. Ja, wie wird denn diese Temperatur gemessen? Ich meine, ist da ein kleines Thermometer drin? Weiß das Teil irgendwie vorher, wie warm das wird? Nee. Das ist ganz einfache Elektronik, um die es da geht. Und was da passiert, das erkläre ich euch jetzt an der Tafel, die da drüben ist. Und schauen wir mal, ob ich es so hinkriege, dass es irgendjemand kapiert. Ich fange mal damit an, dass ich den einfachsten Fall von so einem Konstrukt hier aufzeichne. Und zwar, was ich vorhin gesagt habe, die gute alte Zeit, als sowas noch rein mechanisch war, da haben wir hier eine Batterie drin. Das ist nicht das richtige Schaltzeichen, aber es sieht vernünftig aus. Und diese Batterie hat hier meinetwegen plus 3,7 Volt und hier unten ist Masse. Ja? So muss man sich das jetzt vorstellen. Und hier ist dieser Glühwendel. Ja? Und dieser Glühwendel, der habe meinetwegen 1 Ohm. Der Einfachheit halber. Ja? Schön einfachen Wert. So. Was passiert jetzt hier? Wir geben hier Strom drauf. Aus der Batterie wird Strom rausgezogen, der Glühwendel wird heiß. Angenommen, wir wollen jetzt wissen, wie heiß dieser Glühwendel wird, was können wir dann machen? Wir können den Temperaturkoeffizienten des Materials verwenden. Temperaturkoeffizient bedeutet Folgendes. Angenommen, ich habe hier beispielsweise Edelstahl. Das sei also ein Draht aus Edelstahl, meinetwegen 0,4 mm dick. Dann besagt der Temperaturkoeffizient von Edelstahl, der übrigens 105 mal 10 hoch minus 5 ist, im Fall von V2A. Das ist eine Edelstahlsorte, bestimmte Zusammensetzung aus Eisen, Nickel etc. Dann besagt es, dass bei einer Temperaturänderung um 1 Kelvin, also 1 Grad Celsius könnte man auch sagen, aber es gibt gewisse Gründe, warum man das als Physiker nicht tun würde. Ich bin kein Physiker, aber ich will es mal richtig machen. Bei einer Temperaturänderung um 1 Kelvin ändert sich der Widerstand genau um diesen Faktor hier.
Also nehmen wir mal an, wir haben hier einen Widerstand. Und zwar sagen wir es jetzt mal korrekt, der hat 1 Ohm bei, ich mache mal Add, 20 Grad Celsius Raumtemperatur. Jetzt heizen wir den um 1 Grad auf. Dann ist der Widerstand, den wir kriegen, 1 Ohm, das ist dieser Kaltwiderstand, plus 105 mal 10 hoch minus 5 mal 1 Ohm. Ja. Und das sind, ich will mich jetzt nicht mit den Zehnerpotenzen vertun, deswegen hier der schöne Taschenrechner vom Zauberpony. 105 mal 10 hoch minus 5 sind 105, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1,00105 Ohm Widerstand, den das jetzt hat. Okay. Das heißt, wir haben hier einen Widerstand, der sich ändert mit der Temperatur. Und das muss man doch irgendwie verwenden können mit einem Mikrocontroller oder so, um sagen zu können, wie warm das Mistding jetzt eigentlich ist. Kann man. Die Frage ist, wie messe ich mit einem Mikrocontroller diesen Widerstand hier? Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Und zwar wische ich das jetzt alles mal wieder weg. Das war jetzt nur die Theorie dahinter. Jetzt zeige ich euch so am Beispiel. Ich rechne da nicht mehr großartig rum. Was wir machen ist, wir bauen hier einen Widerstand bekannter Größe an. Das heißt, wir haben hier unseren Kaltwiderstand von, was weiß ich, 1 Ohm. Wir haben hier einen Widerstand von, na, sagen wir auch mal 1 Ohm. Und jetzt mit unserem Mikrocontroller machen wir Folgendes. Wir haben hier Leitungen und hier, ja, drei Leitungen. Das hier ist meinetwegen so ein Atmega 328, wenn man so will. Ja, Mikrocontroller, völlig egal. Das hier ist einfach nur Masse, GND. Ja. Das hier nennen wir mal in 1 und das hier nennen wir in 2. Ich hoffe, ihr habt euch mein Video über den Spannungsteiler angeschaut. Wenn ja, wisst ihr jetzt schon, was hier passiert. Wir messen an dieser Stelle die Gesamtspannung, die hier anliegt. Ja. Es werden hier 3,7 Volt sein, wenn der Akku da so halbwegs fit ist. Hier kriegen wir jetzt einen Widerstand raus, der durch diesen Spannungsteiler hier bestimmt wird. Ja. Wenn wir hier 1 Ohm haben und hier 1 Ohm haben, ja, also nehmen wir an, wir haben jetzt 20 Grad, dann würde man erstmal sagen können, mit ziemlicher Sicherheit, wir haben hier 3,7 Volt auf dem Pin. Und hier, weil die beiden gleich groß sind, hätten wir genau die Hälfte davon. Das sind 1,85 Volt. So. Daraus kann ich bei diesem bekannten Widerstand, wenn ich das hier messe und das hier messe, ganz genau sagen, ah, das ist die Hälfte hiervon, also muss der hier 1 Ohm haben. Okay. Jetzt nehmen wir mal an, hier ist der Widerstand deutlich angewachsen. Wir haben jetzt hier 2 Ohm. Ja. Keine Ahnung, was das für ein Material sein soll, ist ja alles nur theoretisch. Dann hätten wir hier eben nicht mehr 1,85, sondern dann hätten wir hier ein Drittel mal 3,7 Volt und hier 3,7 Volt. Ja, glaube ich nicht mal hin. Ja, ich bin der, komme gerade aus dem Büro. Und aus diesem Verhältnis hier, weil wir wissen, das hier ist ein Drittel, ja, wissen wir, dass das hier sich wie 2 zu 1 verhalten muss. Berechnung von Widerständen und so weiter, alles in meinem Spannungsteiler-Video. Müsst ihr euch halt einfach anschauen. Gut, das hört sich jetzt mal so ganz einfach an. Was wir jetzt machen können, um die Temperatur zu steuern, ja, also wenn wir wollen, dass hier sich ganz bestimmtes Verhältnis einstellt, weil wenn wir sagen, wir wollen eine bestimmte Temperatur, bedeutet das ja letztendlich nur, wir wollen hier einen ganz bestimmten Widerstand erreichen. Meinetwegen bei, keine Ahnung, 1,8379 Ohm wissen wir, das entspricht 240 Grad Celsius oder so. Ja? Um das zu machen, würde man mit dem Mikrocontroller einfach an dieser Stelle hier ein bisschen was tun. Und zwar würde ich, die Messleitung brauche ich trotzdem. Hier Messleitung, dann hätten wir von hier oben noch eine Leitung. Die würde hier an einen Transistor rangehen, sagen wir mal
NPN, PNP, bringe ich immer durcheinander. Ich mache jetzt den falschen Transistor wahrscheinlich. Hier, zack. Und würden dann hier eine PWM drauf machen. Das heißt, meinetwegen, der Mikrocontroller steuert mit so einem Signal hier diesen Transistor an. Der Transistor macht auf und zu. Hier wird der Strom reingepulst und durch das Reinpulsen von dem Strom kriegen wir hier letztendlich eine etwas andere Spannung. Da ist wahrscheinlich noch ein Kondensator dann dazwischen, hier so sowas in der Richtung. Hier brauchen wir einen Kondensator, um das zu glätten. So in der Art. Ja, also. Ja. Top, oder? Im Grunde genommen kann ich jetzt noch loslegen und kann mir das Ding bauen. Ich habe nur ein Problem. Und das Problem erkläre ich jetzt mal anhand von den Widerständen, die ich hier benutzt habe. Wenn ich hier unten 1 Ohm habe, ja, und hier oben 1 Ohm habe, dann bedeutet das logischerweise auch, dass an den beiden dieselbe Spannung abfällt. Und dann bedeutet das auch, dass ich an jedem der beiden gleich viel Leistung verbrate. Das bedeutet wiederum, dass der Widerstand hier genauso viel Leistung loswerden muss wie diese Spule hier. Und wenn man bedenkt, dass die Spule mal eben 240 Grad heiß wird oder auch schon mal rotglühend, ja, wenn man keine Watte drin hat und einfach nur mal so durchtestet, dann kann man sich vorstellen, dass der Messwiderstand hier entweder so ein Teil sein müsste oder aber unglaublich viel Hitze irgendwie loswerden müsste. Das heißt, meine E-Zigarette wäre nicht so ein stiftförmiges Ding, sondern es hätte dann hinterher noch so ein Kühlkörper in der Größe dieser Tafel irgendwo mit dran. Und das eignet sich natürlich nicht. Die einzige Möglichkeit, um das in den Griff zu kriegen, ja, das ist, wenn man diesen Widerstand hier bedeutend kleiner macht als diesen Widerstand hier. Weil, logisch, angenommen bei unserem Rechenbeispiel, ich habe hier nicht 1 Ohm, ja, sondern sagen wir mal 1/1000 Ohm. Ja. Und hier oben, um wieder zu den einfach zu rechnenden Zahlen zurückzukommen, habe ich 1 Ohm, dann fällt logischerweise die Spannung hier unten so ungefähr 1/1000 von der Spannung ab, also genau genommen 999.000 fallen hier oben ab und 1/1000 hier unten. Also ungefähr 1/1000, ach, egal. Sowas in der Größenordnung. Das würde bedeuten, wenn ich hier oben, was weiß ich, eine Gesamtspannung von 3,7 Volt habe, dann hätte ich hier unten irgendwas von 0,0037 Volt. Ja? 0,0037 Volt mal der bei so einer Anordnung durchaus nicht unüblichen 40 Ampere, kommen wir auf so ungefähr 0,1 Watt irgendwas. Ja? Das wird so ein SMD-Widerstand bloß, ohne dass man ihn großartig kühlen muss. Passt wunderbar. Neues Problem. Die Zahl da, die ist abartig klein. Und weil diese Zahl hier abartig klein ist, das heißt, wir bei einer Änderung um 1 Grad, ja, ihr erinnert euch, ändert sich ja der Widerstand gerade mal um 0,105%. Das heißt, die Änderung des Widerstands hier erzeugt eine winzige Änderung von dem hier, weil der Widerstand hier so klein ist. So eine winzige Änderung hier, sagen wir mal, eine Änderung von, nicht ganz unrealistisch, so ein Delta von 0,0001 Volt pro Grad. Ja. Das will ja auch erstmal gemessen werden. Ja, was kann man da machen? Man, die eine Sache ist natürlich, man kann einen Verstärker hier dahinter klemmen, irgendwie ein Op-Amp oder sowas, und kann den Messwert, der hier rauskommt, so verstärken, dass der vernünftig messbar ist. Aber diese Verstärker sind alle nicht vollständig linear und verzerren das Ergebnis ein Stück. Und was dann passiert ist, dass wir keine große Genauigkeit erreichen. Ja? Weil wenn wir hier noch irgendwelche Ungenauigkeiten mit reinrechnen, dann kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo wir hinterher sagen können, ja, ich habe jetzt die Temperatur so auf plus minus 10 Grad genau gemessen. Und plus minus 10 Grad macht bei so einer E-Zigarette definitiv den Punkt aus zwischen, naja, es dampft nicht richtig und meine Watte brennt. Das ist also nicht genau genug. Ja, schlimmer wird das hier, je größer dieser Widerstand ist. Weil je größer der Unterschied zwischen diesen beiden Widerständen hier ist, also der
Glühspule und der Messwiderstand, desto kleiner, ja, wird die Änderung dieser Spannung hier, wenn sich hier oben der Widerstand ändert. Und das ist genau der Grund, und damit habe ich eine Frage beantwortet, die man häufiger mal hört. Das ist der Grund, warum diese ganzen Akkuträger, die man da hat, nur bis zu einem gewissen Maximalwiderstand überhaupt diese ganze Temperaturregelungsgeschichte anbieten. Wenn man nämlich ohne Temperaturregelung dampft, sondern einfach nur hier im Wattmodus, was übrigens auch eine Widerstandsmessung benötigt, dann wird ein anderer Messwiderstand verwendet. Der ist dann ein bisschen größer, ja, und damit kann man dann auch bei größeren Sachen hier was messen, aber man braucht nicht diese Genauigkeit. Das bedeutet, wir haben hier eine gewisse Obergrenze, weil oberhalb von der Grenze wir hier diesen Widerstand zu groß dimensionieren müssten. Wenn wir den zu groß wieder dimensionieren, haben wir zu viel Verlustleistung. Das ist erstens blöd, weil das Leistung ist, die nicht an der Spule ankommt, und zweitens ist es blöd, weil der Widerstand heiß wird. Es kommt auch noch ein zweites Ding dazu. Diese ganzen E-Zigaretten sagen nicht nur Temperaturregelung nur bis zu einem maximalen, sondern die sagen auch ab einem minimalen Widerstand. Eine ganz typische Größenordnung, ich rutsche das jetzt einfach mal hier weg, so eine ganz typische Größenordnung ist, dass man sagt, 0,1 Ohm bis ungefähr 1 Ohm, ja, das ist so die Größenordnung, wo dieses temperaturgeregelte Dampfen geht. Und das ist ganz einfach, wenn wir diesen Wert hier zu klein wählen, dann werden die Änderungen pro Grad Celsius immer kleiner. Könnt ihr euch ganz einfach vorstellen. Wir haben gesagt, pro Grad Celsius nimmt man den Wert und multipliziert ihn mit 0,40105. Ja. Wenn ich das mit einem Ohm mache, ja, dann ist klar, dann ist das eine Änderung von 0,0000105. Wenn ich das aber hier mitmache, dann ist das Komma nochmal um eins verschoben. Die Änderungen werden also so klein, dass man mit sehr, sehr hoher Präzision messen müsste, um sie tatsächlich messen zu können. Aber wenn wir mit so hoher Präzision messen wollen, dann haben wir wieder das Problem der Empfindlichkeit bei unserem Messgerät. Das ist alles so ein Trade-off. Das heißt, je kleiner dieser Widerstand ist, desto ungenauer, davon kann man ausgehen, ist die Temperaturmessung. Es gibt einen gewissen Punkt, an dem der Hersteller von so einem Gerät sagt, ja, okay, pass auf, unsere Messhardware, ja, und dieser ganze Kram, den haben, der ganze Regelkreis dran und so weiter, das ist eh alles nur auf, keine Ahnung, 1,5 Grad genau. Ja. Und wenn man das weiß, dann kann man sagen, okay, bei der Messung, die wir hier haben, wenn wir da einen Fehler drin haben, von dem wir wissen, dass das so plus minus ein Grad ist, dann passt das ziemlich genau zu unserer Regelungenauigkeit, ist eh schon wurscht, dann geben wir am Ende einfach dann an, ja, okay, so plus minus 2,5 Grad Genauigkeit, das ergibt sich da, passt, nehmen wir noch in Kauf. Aber sobald wir unter diesen Wert hier drunter gehen, wird es uns echt zu ungenau, ja, deswegen beschränken wir auf minimal das hier. Und diese 1 Ohm am oberen Ende, die braucht man dann schlicht und einfach, wie gesagt, um den Gesamtbereich, über den man messen will, ein bisschen klein zu halten und den Widerstand da halbwegs vernünftig dimensionieren zu können. So, dass es immer noch vernünftig messbar bleibt. Was habe ich jetzt erklärt? Ich habe erklärt, wie diese Temperaturregelung überhaupt funktioniert. Ich habe erklärt, warum es eine minimale Grenze gibt. Ich habe erklärt, warum es eine Obergrenze gibt. Und ich habe erklärt, wie die Messung funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr damit ein kleines bisschen schlauer geworden seid. Ich habe bestimmt irgendwo zwischendurch mal einen Fehler gemacht im Detail. Ich habe den Transistor wahrscheinlich falsch umgezeichnet. Ich glaube, ich habe im Detail bei der Angabe von dem Widerstand mich auch mal verrechnet und so ein Zeug. Das liegt daran, dass ich das hier jetzt gerade so, weil ich Bock hatte, ein Video zu machen, mal kurz spontan mache. Aber so vom Prinzip her, ja, Temperaturmessung durch Widerstandsänderung, Widerstandsmessung mit einem zweiten Widerstand, Spannungsteiler, diesem ganzen Scheiß, Regelung von dem Strom mit einem MOSFET und einer PWM, die da drauf geht, das stimmt schon alles. Also da könnt ihr mir schon glauben. Und ja, jetzt wisst ihr, wie es geht. Und ich gehe jetzt ins Wochenende und wünsche euch noch sehr viel Spaß bis zum nächsten Video. Und bis dahin, tschüssing. Und über die vorhin noch angebrachten Ungenauigkeiten, die ich wahrscheinlich habe, könnt ihr euch natürlich aufregen. Oder, das ist noch viel besser, ihr könnt nachrecherchieren,
selber nachvollziehen und mir dann sagen, wo ich Fehler gemacht habe. Und dann sage ich, oh ja, ihr hattet recht. Und ihr seid noch viel schlauer als nach diesem Video.